ausprobiert. Heute nochmal mit diesem tollen Bohrer. Was könnte man damit machen? Und zwar für unsere letzte Bastelei ein paar Füße. Mal gucken, ob das funktioniert. So, hier haben wir einen halben Holzstamm. Den haben wir letztes Mal gespalten. Und die Idee, soll sein, hier irgendwie in irgendeiner Form ein paar Füße dran zu kriegen. Dann gucken wir mal, ob das mit dem Ding klappt. Wir haben das Ding einfach mal aufgebockt, dass man halbwegs arbeiten kann. Die Seite sieht noch recht gut aus. Die sieht recht gammelig aus. Aber hier wollen wir irgendwie Löcher reinbohren. Mal gucken, ob es klappt. Nochmal eine kleine Standortänderung. Und dann kann es losgehen. Spannende Frage. Was wäre geeignet? Vielleicht sowas. Ja, noch ein Bohren. Da wackelt er noch ein bisschen. Kriegen wir dann noch. Und dann hiermit das Ding breitklopfen. Ja, also ein schönes Loch gebohrt und jetzt kommt der spannende Teil, den Fuß dazu bauen. Wie kriegen wir den Fuß dazu? Ja, hier unten ist schon relativ schmal, sollte ausreichend sein. Und ziehen wir uns mal die Handschuhe an. Und dann klopfen wir. Gut. Also ein bisschen anschneiden. Ach, sollte eigentlich kein Hartholz nehmen, ist es jetzt aber. Was da ist. So weit sind wir. Okay. Den Rest sollte man am geschicktesten dann irgendwie abschneiden, dass er nicht weiter reinbröselt. Und wie wir das Ding wieder rauskriegen, ist auch die nächste spannende Frage. Unterhalb von dem ganzen Sägen. Jetzt der Spaß mit Hartholz. Zeit im Sinne von, wir brauchen was zum Rausklopfen. Nehmen wir die Rückseite. Und probieren unser Glück damit. Zweite Idee wäre, probieren wir es andersrum. Ja, es bewegt sich. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ein Messer oder eine Säge nehmen und das Ganze hier ein bisschen entgraten. Eventuell hilft uns auch die Spielzeugaxt. Ja.
Und dann gucken wir mal, ob es reinpasst. Hier ist unser Löchlein, wo das Bein rein soll. Boah. Könnte klappen. Und auch da helfen wir wieder mit Klopfen nach. Ja. Wow. Besser als erwartet. Die Länge müssen wir natürlich nachher anpassen. Und auch mit dem Winkel, das ist eher Glückssache. Aber okay. Nächster Spaß für heute ist, wir wollen das eklige Ende mal absägen. Ich sag's euch ehrlich, man macht es besser vorher. Aber bevor das erste Bein drin steckt, aber okay, bevor dann das zweite Bein drin steckt, machen wir das. So. Jetzt muss man immer aufpassen, dass das übereinander ist. Dann sollte der Schnitt auch gerade sein. Ganz schön bröseliges Zeug. Gucken wir mal, ja, das könnte passen. Okay. So. Okay. So, damit das Ding gerade steht, gibt es hinten nur noch ein Bein. Das letzte Stück, weil das mit dem Hartholz so eine fiese Sache ist, oder relativ harten Holz, weil es schon getrocknet ist, haben wir uns eins gesucht, was in etwa passt, und schnitzen das gemütlich mit dem Messer so ein bisschen in die Größe und dann klopfen wir es wieder rein. Gut. Ja, könnte funktionieren. Und dann rein mit. Jawohl. Gut. Nehmen wir uns den Backstein zur Hilfe. Tada! Gerade ist es noch nicht. Aber macht ja nichts. Kann man sich da drauf setzen. Ja, also ist jetzt komplett drauf. Scheint zu halten. Wow. Okay, gut. Das war's für heute. Den Rest begradigen wir dann noch in Ruhe.
Tools ausprobiert. Diesen Bohrer, eine Klappsäge, sowieso das gute Messer, die kleine Axt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ach, hier auch nicht zu vergessen. War zwar auch Arbeit, aber die 6-Euro-Säge aus dem T-Docs. Genau.